Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hero of the Kingdom, The Lost Tales 2. Weiter geht's, wir haben hier echt viel auf dem Bauernhof noch zu tun. Wir können mal gucken, ob es hier unterschiedliche... Ja, das geht auf jeden Fall weg, alles klar. Das heißt, wir können das mal eben alles fix abernten, den Flachs natürlich auch. Oh nein, meine Sichel ist kaputt gegangen. Na, seriously? Die Sichel kann zerstört werden. Na, das ist ja bedauerlich. Müssen wir uns doch tatsächlich eine neue Sichel kaufen. Da sie kaputt gehen kann, werden wir uns eine zweite kaufen. Da wir das alles scheinbar kaputt gehen kann, kaufen wir uns alles jeweils noch einmal. Das war aber teuer. Aber nochmal eben komplett ausgestattet, auch für die Zukunft. So, dann darf man noch ein bisschen die Kühe melken. Die Schafe müssen wir auch melken, ne? Sechsmal Milch. Heftig. Das kleine Füchschen können wir auch killen. Einmal weggeschossen. Und auch die Schafe werden wir melken. Da macht es scheinbar keinen Unterschied, ob Schafmilch oder... Ah ne, Ziegen sind das. Ziegenmilch oder Kuhmilch. Die Schafe werden einmal geschert. Damit wir fleißig Wolle bekommen. Und sobald wir alles abgegeben haben, können wir wahrscheinlich dann kaufen, die Wolle. Oder handeln. Weil wir die auch für diese Mission brauchen. Die Füchse töten. Ah ja, stimmt, das war sogar eine Mission gewesen. So. 1,50 Gold. Das war's dann aber auch. Mit den Missionen. So, einmal noch 70 Gold dazu. Doch noch eine Mission. Früchte und Gemüse sammeln. Ein Gold, ein Ruf 30 Gold. Also wie viel Gold wir einfach bekommen, das fällt flügen. Nochmal 1,40, alles klar. Wir haben noch Früchte und Getreide. Okay, das ist aber böse. Ja. Achso, ne, kriegen wir. Okay, vergiss es. Können wir abernten. Das Getreide aussehen. Das ist relativ einfach. Nur mit dem ganzen Samen, den wir haben. Einmal alles neu aussäen. Bitte sehr. 1,20. So. Dann lass uns die Wölfe noch killen, die hier oben sind. Wahrscheinlich ist hier, ja, das hier zum Beispiel. Das ist gerade neu dazugekommen. Oh, wir können sogar Frösche. Frösche fangen. Ja, haben wir überhaupt noch die Blumennester. So, da haben wir noch ein Wölfchen. So, hier kam sonst nichts nach. Okay. Ah, ein Fuchs scheint es irgendwo noch zu geben. Da ist noch einer. An den komme ich aber nicht ran, das ist aber fies. Aha. Dafür brauche ich erstmal die Tränke. Und ich habe leider eh keine Dings mehr gleich, ne? Keine Energie mehr. Die brauche ich dummerweise, ne? Die kann ich jetzt nicht abgeben. Wir haben aber so viel Gold bekommen, dass wir uns noch Fisch kaufen können. Hier war es, die Mahlzeiten. Wir können uns 10 Fische kaufen. Oh, 10 Bohnen, beides einfach. Let's go. Und dann beides erstmal naschen. So, 100 Dinger haben wir jetzt dazu wieder. Die haben auf jeden Fall die Mission erledigt. Ich will der Stadt und all ihren Bewohnern helfen. Ich sehe, dass du ein gutes Herz hast. Dir sind die gewöhnlichen Menschen nicht egal. Die Schmugglerin entscheidet sich, uns zu helfen. Sie gibt uns eine Karte, auf der die Lage der verborgenen Insel verzeichnet ist und bringt uns sogar selbst dorthin. Nein! Ah, ich will noch nicht weg. Nach dieser Karte befindet sich die verborgene Insel in Küstennähe. Das ist seltsam. Ich habe sie nur auf einer der Karten der königlichen Bibliothek bemerkt. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Karte. Und da sind wir. Dies ist die verborgene Insel. Die Schmugglerin warnt uns, wir sollten unsere Worte gut abwägen, wenn wir zu den Einheimischen sprechen. Diese Menschen trauen Neuerkömmlingen nicht. Viel Glück. Vielleicht werdet ihr Hilfe finden, nach der ihr sucht. Alles klar. Jetzt wird das mal alles wieder aufgebaut. Hier haben wir auf jeden Fall ein Krabbilein, das wir mitnehmen können. Hier haben wir auch noch ein Krabbilein. Da haben wir Eier. Da noch mehr Eier. Die Szene kennen wir übrigens aus dem zweiten... Oh, ich komme hier gar nicht weg. Das ist ja bescheuert.
aus dem zweiten Teil, glaube ich. Ne, wo irgendwie die kleine Schwester entführt wurde. Erstmal sammeln wir ja das. Das ist ja doof, dass ich nicht zurückkomme. Das ist ja nicht so schön. Lass uns erstmal angeln und Co. Ja, wir haben wieder 5, 6 Fragezeichen. Ausrufezeichen. Wahnsinn. Oh, wir haben gerade hier einen goldenen Fisch gefangen in diesem Spot hier unten. Ein Glücksfisch. Sehr schön. Wollt ihr zurückkehren, Freunde? Ah ja. Wenn wir es wollen, wird uns die Schmuggel zurück zur Küste bringen. Na, erstmal noch nicht. Hey, habt ihr etwas zu essen übrig? Der arme Mann bittet um etwas Nahrung. Offenbar hat er seit langer Zeit nichts gegessen. Ein Fisch und ein Brot. Ich bin so dankbar. Willkommen in meinem Geschäft. Ich biete nur Qualitätswaren an. Unterhalten. Ich brauche etwas Hilfe. Seid ihr interessiert? Der Händler ist auf der Suche nach seltenen Perlen. Er ist bereit, mit Gold dafür zu bezahlen. Mir Gold dafür zu bezahlen. Hey, ihr seid neu, oder? Ich bin eine Alchemistin. Ich kann verschiedene wirksame Tränke herstellen. Nice. Gift. Ah, das noch nicht unbedingt. Okay. Wir können aus Giftsäcken können wir die Gifttränke machen. Gegengift aus Pilzen herstellen. Sehr praktisch. Und Gegengift aus Kräutern herstellen. Können wir zumindest. Naja, haben wir nicht. Alles klar. Willkommen auf der Insel. Wenn ihr euch aussuchen wollt, steht euch mein Gasthaus zur Verfügung. Hallo, Prinzessin Cassandra. Ich bin Black Rose. Wie bitte? Kennt ihr Pirat mit dem seltsamen Namen uns etwa? Wie ist das möglich? Seid nicht überrascht. Interessante Neuigkeiten kommen mir immer zu Ohren. Der Pirat Black Rose versichert uns, dass es hier keine Rolle spielt, woher jemand kommt. Jeder muss sich den Respekt der anderen verdienen. Wer etwas braucht, geht direkt zu unserem Kapitän Hobson. Hey ihr! Haltet euch nicht auf dem Pier auf, wenn ihr mir Waren entladen. Dieser Kapitän Hobson ist ziemlich sauer. Wir kommen lieber später wieder, wenn er bessere Laune hat. Okay, wir müssen zurück. Er hat eine Quest unterhalten. Oh, ich habe ein großes Problem. Etwas spukt im Keller unter dem Gasthaus herum. Seit Jahren hat niemand es gewagt, dort hinunterzugehen. Der wird es verzweifelt und bietet eine anständige Belohnung für diejenigen, der das Rätsel löst. Let's go! Bestimmt wieder ein paar Gegner, die wir besiegen müssen. War ja klar. Aber natürlich auch mit Gegengiften und Heiltränken, die wir bezahlen müssen dafür, ne? Ist teuer, sehr teuer. Aber gibt uns immer wieder einen Giftsack dafür, ne? Ist schon ganz praktisch. Hier brauchen wir eine Fackel wieder. Nice. Bestimmt kommt hier gleich noch ein Zombie irgendwo. Pass auf, da ist ein Monster! Halt, du komischer Kauz! Wir treffen auf ein seltsames Wesen, ein wandelndes Skelett. Als es uns erblickt, läuft es direkt auf uns mit einem lauten Schrank gezogenen Säbel. Ich werde ihn von euch widerlichen Piraten töten! Hey, halt, wir sind keine Piraten. Ihr seid keine Piraten? Ah ja, wer kennt's nicht. Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Das Skelett beruhigt sich, als es erfährt, dass wir keine Piraten sind. Es heißt Sega und ist selbst ein Pirat, oder war es zumindest, als er noch lebte. Obwohl ich nicht gerade behaupten kann, dass er jetzt tot ist. Ich verstehe nicht, wie ein Skelett am Leben sein kann. Ich bin das Opfer eines Fluches, meines eigenen Fluches. Vor vielen Jahren hatte Sega eines Tages großes Glück. Er gewann einen großen Haufen Gold in einem Kartenspiel. Danach betrank er sich mit den anderen Piraten im Gasthaus, bis er nicht mehr auf seinen eigenen zwei Beinen stehen konnte. Diese widerlichen Piraten, sie haben behauptet, meine Freunde zu sein. Segas sogenannte Freunde beschlossen, ihn auszurauben, während er betrunken war. Sie nahmen sein Gold, warfen ihn in diesen Keller und verschlossen die Tür. Ich wurde hier unten allein in der Unglück gelassen. Es war furchtbar. In seiner Verzweiflung sprach Sega einen Fluch aus, dass er nicht sterben würde, bis er Rache genommen hätte. Seine Qual dauerte Monate an, bis sein Körper schließlich so geschwächt war, dass er leblos zu Boden fiel. Aber dies war nicht das Ende. Dann bin ich aufgewacht, aber ich konnte meinen Körper nicht länger spüren. Das muss eine schreckliche Erfahrung für Sega gewesen sein. Sein Durst nach Rache hat es ihm unmöglich gemacht, friedlich in die nächste Welt hinüberzuwechseln. Seither hat er in diesen Keller heimgesucht, in der vergeblichen Hoffnung, eines Tages Frieden zu finden. Bitte helft mir! Sega will nicht länger Rache, außerdem sind die Schuldigen vermutlich sowieso schon tot. Er möchte nur endlich diese Welt verlassen und ewige Ruhe finden. Ich weiß, was mir helfen kann. Sega hat von einem besonderen Zaubertrank gehört, der untote Kreaturen töten kann. Damit könnte er seine verfluchte Existenz beenden. Der Zaubertrank, okay. Kann sie mir einen Zaubertrank craften? Wie kann ich behilflich sein?
Die Alchemistin kann uns den Zaubertrank verkaufen. Er ist jedoch sehr selten und sie hat davon nur noch eine Flasche. Wenn wir die wollen, müssen wir die Alchemisten einige bestimmte Zutaten bringen. Na gut. Auf jeden Fall ist hier wieder neu jemand dazugekommen. Hey! Der Junge hat gehört, dass ein Händler auf der Insel Perlen ankauft. Er würde gerne auf diese Weise Geld verdienen. Er sucht jemand, der ihm hilft, Perlen am Meeresgrund zu finden. Naja, da haben wir sie. Bitte sehr. Und danke für eure Hilfe. Schau, was ich hab. Schön, ihr verdient eine Belohnung. Ja. Ich muss ihm jetzt leider 3 geben. Ich habe nur 2, aber die werden wir woanders finden. Ist kein Ding. Gut, dann sind wir erstmal wieder zurück. Und wir sind zurück. Ich hoffe, der Ausflug zur verborgenen Insel hat euch geholfen. Die Schmugglerin erlaubt uns, ihr Boot zu benutzen, wann immer wir zurück zur verborgenen Insel segeln müssen. Wir können die Reise alleine handhaben. Nice. Komm doch alleine zurück. Dann wollen wir hier erstmal durch Bauernhofarbeit weitermachen. Das ist ja das, was noch offen war. Schöne Musik auf jeden Fall. So, dann haben wir das Getreide, das Gemüse geerntet. Jetzt müssen noch die Bäume gepflückt werden. Die Früchte, die ich natürlich nicht ausgeben darf, weil ich sie für die Quest brauche. Ich hoffe, es reicht. Ja. 45 Gemüse und Obst. Gut gemacht, hier ist euer Lohn. Ein Ruf 50 Dinge. Und Füchse töten brauche ich noch einen. Ja, ein paar mehr noch. Aber ich komme an die anderen Füchse nicht ran. Da ist leider noch jemand am Weg. Wobei, haben wir das Gegengift nicht mittlerweile? Wir, jetzt brauchen wir eine Fackel. So, da haben wir noch 2 Perlen. Aber die Perlen sind ultra wertvoll, ne? Wir werden ja etwas inflationär rausgehauen. So, da ist jemand Neues. Und zwar die Witwe. Ich brauche bitte einmal eine Fackel. Da ist sie. Ich nehme 2 Fackeln mit. Cassandra, bist du das? Wir treffen Kapitän Jones, Jasons Witwe. Ihre Familie hat immer großen Respekt im gesamten Königreich genossen. Offenbar musste sie ihr Haus verlassen, das im höheren Teil der Stadt liegt. Dort ist es sehr gefährlich. Diese Monster zerstören alles in ihrem Weg. Kapitän Jasons Witwe hat zeitweilig im Gasthaus gewohnt. Als sie aus ihrem Haus geflohen ist, konnte sie doch nur wenige Dinge mitnehmen. Sie benötigt Gold, um nicht auf der Straße schlafen zu müssen. Sie ist sogar bereit, die kostbaren Gegenstände zu verkaufen, die als Erinnerung an ihren Ehemann geblieben sind. Okay, dann verkaufen wir ein bisschen was, würde ich sagen, oder? Und zwar einmal die Perlen. Oh. Okay, keine Perlen verkaufen. Gut, dann müssen wir das Geld woanders auftreiben. Nein, ich will nichts davon verkaufen. Müssen wir anderweitig auftreiben. Weg damit! Meine Fackel ist heruntergebrannt. Und einmal den Fuchs noch killen, damit sollten wir die Quest erledigt haben. Mehr Füchse gibt es hier nämlich nicht. Ist auch noch eine Perle, die ich zwar noch nicht verkaufen kann. Aber nehmen wir erstmal mit. Gut gemacht, Problem gelöst. Nice, noch ein bisschen Essen noch dazu. Hilft dem Bauern auf dem Bauernhof, erledigt. Essen kaufen. Okay. Was war hier eigentlich? Ach ja, wir brauchten... Ah ja, Gegengift, glaube ich, brauchten wir hier. Und wir brauchen hier noch einen... Noch ein Gegengift. Gut, lass uns zur anderen kurz rüber. Das sind die Perlen, die wir erledigen konnten. 3 Stück. Oh, diese sind fast makellos. Der Händler zahlt uns einen guten Preis für diese Perlen. Anrufen 270 Gold. Und hier können wir zum Beispiel auch Perlen verkaufen. Sehr schön. Lass uns kurz der Witwe das Geld geben. Danke, Cassandra. Kapitän Jasons Witwe ist eine stolze Frau, die uns nichts schulden will.
Für unsere Hilfe gibt sie uns ein seltenes Teleskop, das ihr Ehemann benutzt hat, während er auf dem königlichen Schiff diente. Oha. Ein interessantes Item. Dann schauen wir uns doch mal noch weiter um. Wir brauchen hier noch ein Gegengift. Mhm. Können wir den noch killen? Diese Spinne. Das war's? Mehr ist hier nicht? Nichts? Cheating. Sinnlos! Wer seid ihr? Wie ich höre, ist jeder voll des Lobes für eure guten Taten. Ich erzähle Kapitän Hobson, dass ich die Prinzessin bin und dass ich unserer Stadt helfen will. Piraten könnten dorthin segeln und den Hafen mit ihrem Schiff befreien. Ihr wollt also, dass wir den Hafen kapern? Kapitän Hobson findet unsere Idee verrückt. Kein Piratenschiff ist hier auch nur in die Nähe der Stadt gekommen. Es ist zu gefährlich. Abgesehen davon ist mein Schiff im Moment nicht seetauglich. Wie lief es mit Hobson? Er ist in letzter Zeit fuchsteufelswild gewesen. Black Rose erzählt uns von der schlechten Beziehung mit der Mannschaft. Viele sympathisieren mit seiner Idee, ihre Beute mit den Armen zu teilen. Kapitän Hobson ist jedoch dagegen. Ich denke, es ist an der Zeit, einen neuen Kapitän zu wählen. Oha, ein Sturz! Höre, vielleicht machen wir ein Geschäft. Das Piratenschiff wurde beim letzten Sturm beschädigt. Wenn wir dabei helfen, Material für die Reparatur zu besorgen, wird Kapitän Hobson unsere Idee eines Angriffs auf den Hafen in Erwägung ziehen. Aha, wo soll ich das ganze Geld herkriegen? Erstmal brauchen wir den Zaubertrank. Da brauchen wir, naja, 5 Feuerblumen. Was brauchen wir hier? Eine Tür, ach nee. Ja, ist okay. Wir können aber die Perlen noch verkaufen, ne? Wir haben natürlich ziemlich viele. Wir können noch ein bisschen Fell verkaufen. Wir können den goldenen Fisch verkaufen. Wir werden mal da ein bisschen was verkaufen von. So, das heißt, wir werden jetzt erstmal den Zaubertrank versuchen zu kaufen. Wir brauchen also ein bisschen Öl. Und da wir noch mehr Öl... Ne, das ist Teer. Okay, einmal Öl, einmal Teer. Einmal Öl, einmal Teer. 5-mal das, glaube ich. Packen können wir noch ein paar Mal kaufen. Bretter, glaube ich, brauchen wir auch. Ich kaufe mal 3 Stück davon. Sollte uns erstmal gut was bringen. Unterhalten. Ah ja, das wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Das könnte noch etwas dauern. Fisch backen. Ich habe 65 Fische. Könnte man theoretisch auch verkaufen, ha? Mäh. Oh. Falsches angeklickt. Waren kaufen. Ich kann Flachs zum Beispiel auch kaufen. Ich kann alles kaufen und müsste es ihm dann theoretisch geben. Weiß ich nicht so ganz. Das ist halt nicht wenig, ne? 20, 15, 5. Na gut. Kein Geld mehr. Ja. Gut. Was machen wir da? Das Viech killen. Oh, da könnt ihr auch noch was killen. Nice. Dann kriegen wir natürlich neue Items und alles. Auch die Wespe da unten töten wir. Um da an die Items ranzukommen. Mein Dolch ist zerbrochen. Oh no. Wir müssen etwas essen. Ich überlege, ob ich einen Käse für was brauche, aber ich glaube, bisher brauchte ich ihn noch nicht, ne? Wir haben auch noch ziemlich viele Frösche, also wir müssen einfach mal Dinge verkaufen. Dann würden wir wahrscheinlich auch sehr viel Geld haben. Dann lass uns mal zu den Händlern gehen und gucken. Hier kann ich nur kaufen. Waren kaufen. Werkzeuge verkaufen. Ne, die Werkzeuge behalte ich alle, das behalte ich auch alles. Kräuter ist auch schon eine sinnvolle Sache, noch das zu behalten. Das kann ich, naja, ich kann ein bisschen Holz verkaufen halt, wa? Wir behalten mal 15 Holz für uns. Ich habe noch nicht genug Flachs, what?
Essen verkaufen. Ne, die Eier möchte ich gerne verkaufen. Die kann ich aber nicht verkaufen, scheinbar. Das geht hier noch nicht. Lass uns erstmal die Quest zu Ende bringen. Habe ich nicht mehr gehabt? Achso, ich habe auf Abbrechen gedrückt, oder wie? Ah ja, okay. Ich habe nur 108 Gold, das ist aber echt wenig. Na gut, dann kann ich das noch nicht kaufen. Das ist mir immer noch ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Lass uns erstmal andere Quests erledigen. Da müssen wir eine Möglichkeit haben, Eier und so zu verkaufen. Achso, warum hier noch? Ein paar Kräuter, Feuerblumen, 5 Stück. Und hier kann ich Zutaten verkaufen, nice. Aber nicht das, was ich gerne verkaufen möchte, und zwar Frösche, ne? Kaufen kann ich sie, verkaufen wahrscheinlich nicht. Oder? Oh, ich habe aber nur 3, Aber immer noch Feuerblumen. Verkauft mir irgendwer nach Feuerblumen? Ja, jeder. Alter. Ah, sei halt noch teurer. Ist ja absolut widerlich. Let's go. Das war ja abartig teuer. Großartiges Geschäft am Arsch. Das war ja wirklich teuer. Uiuiui. Ich hoffe, der bringt uns gut was zurück. Habt ihr ihn? Schnell, gebt ihn her. Warte, ich habe einen letzten Wunsch. Bevor Sega glücklicherweise stirbt, äußert er einen letzten Wunsch. Er will, dass wir seine Gebeine im Meer versenken, in einer kleinen Bucht am Ende dieses Kellers. Segas Gebeine. Das heißt, kein Dolch mehr, den muss ich jetzt erstmal kaufen. Eine neue Waffe. 60 Gold sollte ausreichen. Und wir haben gleich noch die nächste Quest erledigt auf der kleinen Insel. Ah ja, na logisch. Endlich ist Frieden. Wie kann ich dich belohnen? 250 Gold. Da haben wir es wieder bekommen. Alles sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ah, das meiste, was wir rausgehauen haben, wiederbekommen. Eine riesige Ratte. Da ist noch eine infizierte Ratte. Okay, hier ist nichts. Wir können Frösche angeln. Können wir das auch mitnehmen? Nee, hier ist noch eine Krabbe. Witzigerweise können wir diese Kisten nicht mitnehmen, wo man in den alten Teilen damals immer mitnehmen konnte. Da sehe ich noch eine Perle. Dann noch ein paar Fische. Und sonst sehe ich hier nichts mehr. Vielleicht diese kleine Kiste neben dem noch hier. Nee. Hier können wir Segas Gebeine zur Ruhe betten. Wir übergaben seine Überreste der See, ganz nach seinem Wunsch und wie es unter Seeleuten Brauch ist. Ruhe in Frieden. Vielleicht sollten wir eine Rede halten. Ruhe in Frieden, Pirat Sega. Nun gut, lasst uns gehen. Das Schiffswrack ist mir unheimlich. Wer stört uns hier? Was zum Teufel ist das? Es ist ein Geist. Die ganze Insel scheint verflucht zu sein. Sorgt euch nicht, ich will euch nichts tun, ich kann noch gar nicht. Dann geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Wartet, ich bin Kapitän Crawford. Oha, Alter, hier, eins, zwei Geister. Bitte hört mir zu. Kapitän Crawford war ein berühmter Piratenkapitän. Nun ist sein Schiff jedoch in dieser kleinen Bucht gestrandet und die gesamte Mannschaft wurde in Geister verwandelt. Vermutlich aufgrund ihrer Gier und des verfluchten Schatzes. Nur eine gute Tat kann diesen Fluch brechen. Kapitän Crawford ist davon überzeugt, dass wenn wir alle Teile des verfluchten Schatzes finden und ihn an die Armen verteilen, seine geisterhafte Mannschaft ewig in Frieden finden wird. Okay, nehmen wir die erstmal mit. Und verteilen an die Leute, die halt überall rumstanden und hungrig waren, gehe ich mal von aus. Das sind so die potenziellen Kandidaten. Habt ihr es? Habt ihr alles gefunden? Kapitän Crawford will, dass wir den gesamten Schatz in die Armen verteilen. Dass wir sehr viel tun werden. Es wird vielen Menschen in diesen schwierigen Zeiten helfen. Zwei sind schon mal hier, okay. Armer Mann. Wir geben dem armen Mann einen Teil des Schatzes. Ich glaube nicht, dass er je wieder hungrig sein wird. Oh, das werde ich nie vergessen. Bitte helft uns.
Wir treffen eine Familie, die gerade erst auf der Insel angekommen ist. Sie sind Flüchtlinge aus der Stadt. Die Situation dort scheint sich zu verschlimmern. Der größte Teil der Stadt ist geplündert. Wir haben auch unser Zuhause verloren. Es ist wirklich schlimm. Die Menschen fliehen aus der Stadt, um ihr Leben zu retten. Ich wünschte, wir könnten ihnen irgendwie helfen. Wenigstens können wir der Familie einen Teil des Schatzes geben, damit sie im Gasthaus bleiben kann. Vielen Dank, ihr seid sehr nett. Wir dürfen es nicht länger hinauszögern. Wir müssen so bald wie möglich mit bewaffnetem Beistand in die Stadt zurückkehren. Gut, womit wir aber bald demnächst zurückkehren werden, meine lieben Freunde, ist mit einer weiteren Folge von Hero of the Kingdom The Lost Tales 2. Wir machen an der Stelle eine kleine Pause und ich freue mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.